Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, an diesem wunderschönen Montagnachmittag zur 41. Folge von unserem wunderschönen Anno 1800 Let's Play. Ich habe meine Drohung von der letzten oder vorletzten Folge wahrgemacht und zwei Modifikationen erstmals zu diesem Let's Play hinzugefügt. Also wir sind genau ab jetzt nicht mehr in der reinen Vanille-Version, sondern haben minimale Modifikationen mit dabei. Und zwar als erstes, ganz wichtig, Metropolic Skyline für jede Menge Monumente, die wir am Ende des Tages hier noch in unserer wunderschönen Stadt unterbringen können. Und jetzt kommt die zweite wichtigste Mod. Ich glaube, Donald, du forderst mich seit 2 Jahren auf, ich glaube, die Modifikation zu benutzen. Vielleicht sind es auch schon mehr als 2 Jahre. Ich glaube, erstmalig, Premiere, hoppla, falsch hier, haben wir die extrem großen Hafenbereiche. Und zwar habe ich eine Modifikation installiert aus der Spice It Up Collection, der diese ganzen Bereiche einfach, der die ganzen Bereiche hier einfach unglaublich groß macht. Also wir können jetzt hier viel mehr noch platzieren und haben dann in Zukunft auch weniger Probleme, hier die ganzen Städte zu versorgen, weil wir entsprechend Anlegestellen, Speicherstädte und Co. richtig, richtig groß machen können. Und das sind so die ersten 2 Mods, die ich jetzt hier reingeworfen habe. Gerne könnt ihr, wenn ihr noch weitere Modifikationen sehen wollt, die gerne in den Kommentaren reinschreiben, und dann gucken wir einfach mal, ob das noch möglich ist. Ein, zwei habe ich noch auf der Liste, unter anderem die Modifikation, die die Verträge der Speicherstadt ausbessert, und die Modifikation für die Speicherstadt in der neuen Welt. Das sind tatsächlich 2 Sachen, die ich aktuell so ein bisschen in Betracht ziehe, wo ich mich aber noch nicht gänzlich entschieden habe. Okay, wie sieht es hier aus? Ah, genau, wir müssen das Ding hier noch vollziehen. Das habe ich noch gar nicht nachgegoogelt. Ah, ich Depp. Ich hätte mal nachgoogeln sollen, wie versprochen in der letzten Folge, wie ich diese Quest zu Ende kriege. Wo habe ich dieses vermaledeite Tagebuch? Das nervt mich tatsächlich immer noch. Liefern Sie die Urlaubsliteratur an die Königin. Ja, super. Wo ist die Urlaubsliteratur? Was ist mit ihr hier? Emma, die Touristin. Was muss ich mit der denn machen? Ich habe so viele Quests offen. Die Schwimmestadt, ein großes Anliegen. Okay. Bringen Sie die Touristin zum... Bringen wir die als erstes mal hier hin und werden mal ein paar Quests los. Es hat hier aber auch tatsächlich... Ich guck mal kurz alle Regionen durch, aber ich habe, glaube ich, wirklich kein einziges Schiff. Oh, doch, hier haben wir noch was. Ah, nee, ich bin auch ein Idiot. Ich bin zurück in die gleiche Region gesprungen. Sonst habe ich hier nichts mehr mit irgendwelchen Quest-Signalen dran, ne? Gefällt mir nicht. Naja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Irgendwann werde ich es schon googeln und dann werden wir diesen eisernen Turm fertigstellen können. Oder ich schaue mir nachher ein YouTube-Video an, wie wir das Ganze am Ende des Tages hinbekommen. Okay, super. Was haben wir jetzt zu tun? Hier läuft alles richtig gut. Wir dürften auch jetzt demnächst Kaugummi... Ah, haben wir die Kaugummis jetzt in Gang gesetzt in der letzten Folge? Das müssen wir mal kurz nachschauen. Laufen die Kaugummis jetzt hier schon? Ja, Kaugummis laufen. Auf Ihren Befehl. Schauen wir mal nach. Wie viel haben wir denn hier schon? 7 Tonnen. Okay, gucken wir mal kurz nach. Nee, in die Routen. Wo ist denn mein Kaugummi? Hier. Ah, er hat noch nichts dabei. Okay. Er ist also noch unterwegs in Richtung Kap und hat noch kein Kaugummi. Und hier haben wir 900 Tonnen Kaugummi, ich glaube, wegen der Items. Das heißt, da können wir auch überlegen, ob wir hier noch die Schokolade wegholen. Wo ist denn hier meine... Hier produziere ich die Schokolade, richtig? Ja, genau. 1 von 4 Schokolade. Ich glaube, das greifen wir jetzt auch mal noch ab. Wäre total dumm. Von hier, wo ist es? Bababab, neue Welt. Route einrichten, Handelsrouten von hier. Wäre total dumm, die Schokolade hier versauern zu lassen, wenn wir die zum Beispiel auch einfach in der Speicherstadt benutzen können, im Cup, ne? Oder wir könnten sie auch in die alte... Ne, wir bringen sie erstmal ins Cup. Und dann gegebenenfalls irgendwann in die alte Welt, wenn wir da dann auch entsprechend weiter vorangeschritten sind. So, los geht's. Aber dich packen wir in global. Okay, jetzt kriegen wir auf jeden Fall mehr als genug Schokolade. Also mehr, als wir jemals brauchen können. Richtung Cup geliefert. Okay, sehr gut. Dann nochmal ins Cup zurück. Wir haben hier Unmengen an Arbeitskraft. Lebensqualität-Dinger haben wir natürlich immer noch nicht. Oh, Post sackt ein bisschen ab. Könnten wir noch ein bisschen besser erfüllen. Pelze. Okay. Das ist natürlich dann noch ein Riesenunterfangen, wenn wir uns wirklich vornehmen, auch die
Bedürfnisse nach Lebensqualität auf allen Ebenen zu erfüllen. Oh, hier ist Schokolade ein Faktor. Das könnten wir jetzt mit dem neuen Handelsrouten dann wahrscheinlich wirklich erfüllen. Oh, Pelze sind leer. Wie habe ich das denn geschafft? Pelzmäntel sind leer. Wo kriege ich die nochmal her? Wo ist meine Pelzmäntelinsel? Hier. Lager ist voll. Ist mein Schiff kaputt? Habe ich es mal wieder verpasst, dass mein Schiff weggeschossen wurde? Nee. Okay, wieso bringt der nur 100 Tonnen Pelze? Was ist das denn für ein Schmarrn? Das ist mal wieder so ein Klassiker. Ah, okay, und meine Lagerkapazität sind nur 75 auf der Insel. Ich würde sagen, Problem gefunden. Habe ich hier Ziegel? Nee, habe ich nicht. Das heißt, wir müssen da mal kurz welche hinfahren. Bevor ich es vergesse. Nehmen wir mal 150 Tonnen und hauen dann hier richtig Lagerkapazität drauf. Das ist ja Schwachsinn, dass mir sowas hier ein Engpass in die Versorgung reinhaut. Das muss ja nicht sein. Ah, ist mein Schiff da? Mit den Dingern? Nee, doch hier, wo ist es? Oh nein, ich schaff's nicht. Schade. Das wird nix. Zu spät losgeschickt. Und ich segel gegen den Wind. Ich bin gleich wieder da. Sehr schön, sag ich nur. Holen Sie sich derweil ein Getränk an der Bar. Die Cocktails sind hervorragend. Okay. Naja, was soll's. Alles halb so wild. Okay, können wir... Du hast ein schönes Buch mit dem Rezept des Kochs. Okay. Naja, der Kapitän hat es mir sozusagen angeboten. Okay. Verschwinden wir schnell von hier. Leichte Urlaubslektüre. Ganz nach meinem Geschmack. Was habe ich jetzt bekommen? Okay, die müssen wir zurück zu meinem Tourismushafen bringen. Okay. So. Wir haben relativ viel Ingenieure und relativ viel Handwerker. Das heißt, wir könnten uns hier weiter ausbreiten und dann am Ende des Tages vielleicht sogar wirklich hier unten dann das nächste Kraftwerk hinsetzen. Mal kurz gucken. Immerhin gehe ich nicht mit leeren Händen. So, wir haben hier überall Strom. Na, wir könnten hier Strom hinsetzen. Hier. Ach nein, Schweineöhrchen. Eine Art Blätterteiggebäck. Na, dann hätten wir hier unten. Nein, hier unten haben wir auch noch eins. Das ist ja Quatsch. Hier haben wir schon Strom. Dann machen wir das. Packen wir das lieber hier hin, würde ich sagen. Ja, hier packen wir das Kraftwerk hin. Und dann kriegen wir entsprechend hier unten auch überall unseren Strom hin. Weil hier haben wir auch schon Strom. Das heißt, wir können am Ende des Tages hier alles upgraden. Okay, wunderbar. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Insel und investieren mal kurz eine Minute ins Upgraden. Holen wir uns noch ein paar mehr Arbeiter. So, hier haben wir ja auch noch eine ganz leere Insel, ne? Jetzt ist die große Frage, wie hier auch noch mal ein Dorf jetzt drauf machen. Könnten wir eigentlich. Wir brauchen nämlich noch viel mehr Einwohner. Und einen Pendlerkai haben wir hier auch schon. Ja, alles im Bereich des Möglichen. Wo ist jetzt mein Schiff mit den Ziegeln? Hallo? Ah, da. Nicht gesehen. So, als erstes den Konto upgraden. So. Und jetzt ein paar Warenhäuser. Wir haben jetzt ja unendlich viel Platz hier vorne vor dem Hafen. Guckt euch das an. Das kann ich gar nicht alles zubauen. Okay, das sollte schon fast passen. Wie viel produzieren wir denn hier? Wie viele Pelze? 17. Und wie viel brauchen wir, Votopia? 20. Okay, wir könnten es boosten. Wie viel minus... Ah, minus 34. Nee, lassen wir das. Aber wir könnten auch ganz einfach hier noch ein paar Pelze produzieren. Ohne Probleme. Ah ne, doch nicht, mit Probleme. Wir haben nämlich nicht genug Arbeitskraft. Okay, dann müssen wir doch hier erst noch langfristig ein bisschen was anpassen. Und vielleicht auch hier einen Pendlerkai dran setzen. Wir könnten sowieso mal das ganze Gebiet miteinander verbinden. Ohne irgendwelche Probleme zu kriegen. Was haben wir denn hier nochmal alles? Restaurant-Item, Hotel, Wohnhäuser und nochmal Restaurant. Okay. Wie sieht's hier aus? Seife natürlich voll, Nähmaschinen voll. Rest ist irgendwie so ein bisschen okay. So, Captain Morris läuft bald ein. So, wisst ihr was? Die Frage konnte mir nämlich bisher noch keiner beantworten, ob die Dinger auch ausgeführt werden, wenn das alles ausgegraut ist. Das werde ich jetzt einfach testen, indem ich die nicht wieder neu aufsetze und mal gucke, ob am Ende des Tages tatsächlich die Dinger nicht ausgeführt werden.
So, können wir denn irgendwas jetzt hier noch importieren, was sinnvoll ist aktuell? Fehlt uns denn hier irgendwas? Rum und Pelzmantel. Okay, Rum ist nicht gut. Das könnten wir auffüllen. Fahrräder haben wir relativ wenig. Was muss ich denn hier machen? Taschenuhren. Oh, Taschenuhren muss ich einführen, um Grammophone freizuschalten. Boah, okay, das dauert ja Ewigkeiten. Wisst ihr was? Holen wir ein paar mehr Fahrräder rein. Den Zement können wir uns eigentlich auch sparen. Super viele Dinger hier drin, die wir gar nicht mehr brauchen. Ich könnte Schokolade importieren, Bananen importieren, damit ich hier Schokolade freischalte. Oder habe ich, nee, die Schokolade habe ich freigeschaltet. Ich müsste noch 1800 Einheiten Schokolade importieren. Wir könnten wahrscheinlich ein paar Sachen hier auf der Insel jetzt loswerden. Wisst ihr was? So, was haben wir bekommen? Lieblingsspeise, okay. Danke, danke. Gucken wir mal kurz nach, was wir hier runterwerfen können. Was haben wir denn hier oben noch? Wir haben hier oben Trauben. Dann haben wir hier massig Schnapsproduktion. Bier. Haben wir irgendwelche? Wir könnten Wurst runterschmeißen. Was haben wir hier alles? Stahl und auch Bier. Okay, so viel produzieren wir gar nicht mehr hier auf der Insel, habe ich das Gefühl. Zement. Was war das hier? Holzfurnier, ne? Ja. Okay. Also wir haben wirklich gar nicht so viel, abgesehen von der Schwerindustrie, die wir hier runterwerfen können. Aber wir könnten in der Tat wenigstens... Aber die Wurst produziert auch Talg, ne? Na, okay, das heißt, die brauchen wir eigentlich. Wir könnten aber wenigstens... Ich glaube, das können wir hier wegmachen. Und dann importieren wir Holz, wenn es sein muss. Weil ich hier jetzt gerne weiter meine Stadt weiter ausbauen würde. Also vielleicht nicht heute in der Folge, aber dann jetzt in den nächsten Folgen. Obwohl, wir fangen mal einfach an. Wir können ja copy and pasten. Die Blöcke sehen ja alle halbwegs schön aus, sage ich jetzt einfach mal. Hier mal meinen Planungsmodus hier rein. Und machen hier vielleicht sogar noch mal eine Dreifachstraße. Wenigstens ab und zu mal mitdenken hier. Also, dass wir quasi hier nochmal Gleise durchziehen können, bei Bedarf. Wer hätte gedacht, dass das passt? So, brauchen wir das hier. Einmal hier hin. Und einmal hier hin. Und dann sollte das auch erstmal wieder reichen. So, was muss ich entscheiden? Gehen Sie die Zutaten durch. Ein süßer Zimt. Vielleicht Körner. Fortsetzen. Ja. Und das nehmen wir. Schweineöhrchen und Eclair. Okay. Danke. Danke, danke, danke. Das hilft auf jeden Fall weiter. So, das, das und das. Wunderprächtig. So kriegen wir das auf jeden Fall alles hier hin. Verbinden das hier mal kurz so ein bisschen ansatzweise. Okay. Und hier nochmal. Okay, gut. Dann können wir das jetzt erstmal lassen. Kriegen wir natürlich entsprechend mehrere Farmer rein und können wir da weiter wie die Verrückten upgraden. Und denen fehlt die Universität, das war klar. Wo quetsche ich denn hier eine Universität hin? Erstmal müssen wir was verbinden noch. Und zwar müssen wir das hier einmal verbinden. So, und dann hätte ich gerne auf der anderen Seite auch eine Verbindung. Was war das? Ein Rathaus. Okay, und jetzt könnten wir hier eine Universität nochmal hinsetzen. Wo habe ich denn überall schon welche? Hier ist eine Universität und hier. Okay, und nachdem hier alles gepflastert ist, reicht es am Ende des Tages halt einfach nicht. Das heißt, wir nehmen den Kollegen einfach mal hier runter und setzen den zwischenzeitlich mal hier hin. Der ist hier vielleicht nicht ganz so glücklich, aber das sollte schon passen. Und jetzt setzen wir hier noch eine Universität hin, damit wir hier weiter upgraden können. Okay, können wir auch direkt aufbauen, weil wir haben genug von allem. Und dann wollen die jetzt auch bald alle zu Ingenieuren aufsteigen hier. Und ich hoffe, die Reichweite reicht. Ja, die reicht bis in die Ecke. Sehr schön. Wunderbar. Alles bereit. Du kannst zurück Richtung Eli nochmal. Ich würde gerne noch nach ein paar mehr Items gucken. Und los geht's. Okay.
Was haben wir hier? Okay, wir brauchen mehr Panorama-Effekte. Dafür brauchen wir aber die Kaugummis. Ist der Typ mit der Schokolade inzwischen hier gewesen? Und den Kaugummis? Ja, er war schon hier und ist schon wieder auf dem Weg zurück. Sehr gut. Das heißt, wir kriegen dann irgendwann gleich die Kaugummis. Und im Allgemeinen, wieso habe ich so wenig Rum und so wenig Kaffee? Wie sehen denn die beiden Routen aus? Okay, hier kommt alles voll beladen, ist auf dem Weg. Und was ist bei Rum los? Okay, hier könnten wir noch ein bisschen mehr draufpacken. Wie viel haben wir denn auf der Insel im Storage? 200 Tonnen. Habe ich dann nur 200 Tonnen Kapazität auf der Insel? Nee, über 200. Aber da können wir noch ein Schiff draufpacken. Die Nantucket. Und ab mit dir. Oh, aber da können wir natürlich auch mehr einladen. Nicht vergessen. Eins. Ah, komm her. Und noch eins. Und los geht's. Okay, was für ein Lager haben wir denn hier in der neuen Welt? Ist das groß genug? 600 Tonnen. Okay, das reicht. Lager an Zuckerrohr ist voll. Was fehlt denen? Holz wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Wo? Echt jetzt? Wirklich? Oh, mein Kaffeedampfer wird verfolgt. Das gefällt mir nicht. Das heißt, wir brauchen mehr Holz hier. Das ist gut zu wissen, weil das Problem können wir sehr, sehr, sehr einfach beheben, indem wir hier... Habe ich überhaupt eine Straße? Ist eine Straße. Indem wir hier einfach nochmal eine Straße reinziehen, hier rüber gehen und jetzt hier einfach ein paar Holzfällerhütten reinmachen. Wie viel Holz brauchen wir denn überhaupt? Okay, oh, wir brauchen mindestens 3 Hütten. Sagen wir mal 4. 1, 2, 3, 4. Und die... Das waren aus. Okay, super. Jetzt dürfen wir das Rumproblem in den Griff kriegen. So, hier wird Kaugummi produziert und es fehlt Zucker. Okay. Und es fehlt Zimt. Aber Zimt dürfte ja genug produziert werden. Zucker wird auch wieder produziert. Und ist der tatsächlich... Nee, wir haben 256 Tonnen. Also ist das Warenhaus überfüllt. Okay. Nicht, es fehlt nicht Zucker, sondern unsere Warenhäuser kommen nicht hinterher. Das können wir ja beheben. Okay, das dürfte das Problem jetzt hier oben erledigen. Okay. So, wir kriegen, glaube ich, hier mittlerweile auch Motoren hingeliefert, oder? 123 haben wir schon, sehr schön. Der Vorhang ist gefallen. Uns fehlt Aluminium. Mal sehen, ob wir profitabel waren. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt hier? Kriegen wir es mittlerweile geliefert? Nee, weil es müsste ja mittlerweile ein Schiff mit Kohle auf dem Weg Richtung Manola sein, oder? Ja, jedenfalls mit 190 Tonnen. Okay, und dann dürfte die Aluminiumproduktion hier vielleicht auch mal ein bisschen steiler durch die Decke gehen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich will wirklich die Docklands hier in der neuen Welt haben, glaube ich. Das nervt mich wirklich, dass wir hier so ein bisschen hinterher trödeln. Das schmeißen wir einfach mal über Bord und packen die Hypo-Dingens hier auch noch auf die Kohleroute. So. Oh ne, müsste ganz oben sein. Falsche Richtung. So viele Schiffe schon. So, ab geht's. Und wisst ihr was? Manola. Doch, machen wir die Insel zuerst. Manola Kohle. Wir fangen jetzt mal an, die Handelsrouten alle. Jedes Mal, wenn wir reingehen und die irgendeiner bearbeiten, dann fangen wir an, die so ein bisschen zu bearbeiten, damit wir irgendwann dann hier auch eine Übersicht haben, wie wir das vernünftig hinbekommen. Vielleicht habt ihr ja noch einen coolen Tipp für mich, wie wir unsere ganzen Inseln benennen sollten. Wir haben jetzt so viele Inseln. Ich kann dir natürlich alle hier irgendwelche fancy Namen geben. Oder vielleicht habt ihr ja ein System, wie ihr eure Inseln benennt. Benennt ihr die von vornherein nach Ressourcen? Zum Beispiel Kalaos würde dann, weiß ich nicht, Rum, Kaugummi, Schokolade heißen oder sowas. Oder wie benennt ihr eure Inseln? Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich, wie wir das Ganze hier mit unseren massigen Inseln, die wir inzwischen schon haben, so ein bisschen besser strukturierter hinbekommen. So, springen wir nochmal ins Kap. Okay. Ah, er ist da wieder. Er handelt nur 2 Minuten, okay. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob es ausgeführt wurde. Wir sehen es jetzt, ja. Schauen wir mal rein. Nähmaschinen sind abgesackt. Kohle wurde aufgefüllt. Obwohl ich es nicht wieder eingestellt habe. Okay, also werden die Dinge auch ausgeführt.
Auch wenn die ausgegraut sind. Guckt euch mal, wie viel Schmuck wir haben. 2000 Tonnen. Wir fangen jetzt an. Oh, wir können die Schokolade aber jetzt hier rausnehmen. Das ist ja total dumm, sonst verbrauchen wir die nachher noch. So, das können wir wegmachen. Und wisst ihr was, jetzt machen wir Schmuck. Wir machen mal Schmuck. Dafür brauchen wir Strom, richtig? Habe ich letzte Folge schon festgestellt, glaube ich. Oder? Nee, optional. Okay, das ist natürlich noch besser. Kriegen wir irgendwo hier Schmuck reingequetscht? Nein, da nicht. Ich will unbedingt Strom für Schmuck. So, hier haben wir auch ein Kraftwerk, aber hier passt... Na doch, hier würde... Hier würden welche reinpassen. Eins. Ah, nein. Die Straße mal kurz weg. Und anpassen. Mal gucken, wie viele wir hier reingequetscht kriegen. So, zwei. Nee, das war es schon. Aber es sind wenigstens schon mal zwei. Ich hab da Pläne für neue. So, die setzen wir hier schon mal auf. Ach, wir haben keine Perlen. Ah, ich napp. Wir haben keine Perlen in Produktion. Wir haben nämlich das Item nie geholt, mit dem wir Perlen gratis bekommen. Okay. Das heißt aber, wir könnten eigentlich das Problem erledigen, indem wir Perlen einfach importieren. Und wir tauschen sie gegen Seife. Ach, guck mal. Oh nee, das ist mir ein bisschen zu viel. Nehmen wir mal 150. Ja, perfekt. Das reicht auf jeden Fall. Können wir 150 Nähmaschinen für abgeben, ohne dass wir irgendwelche Probleme kriegen. Und wir haben schon wieder einen neuen Exportvertrag freigeschaltet. Was will man mehr? Kann das Ding noch schießen? Ich hoffe mal. Okay. Wunderbar. Oh, hier wollen alle aufsteigen. Sehr schön. Und hier wollen auch sehr viele Arbeiter aufsteigen. Dann wollen wir mal ein paar Leute den Wunsch nach Aufstieg erfüllen. Und nehmen hier jetzt einfach mal den ganzen Schwung hier mit. Oh, sehr schön. Guckt euch das an. So kann es doch vorwärts gehen. Oh, und die wollen auch alle befördert werden. Oh, so viele Investoren. Ach, da müssen wir auf jeden Fall nachbessern, glaube ich. Zwischen Zufriedenheit und Bestürzung. Wow, krass. Okay, das dürfte auf jeden Fall hier einen ordentlichen Schwung reingeben. Und ich würde in der Tat eins der ersten Monumente aufbauen. Jetzt, wo haben wir es denn? Ich muss es finden. Nein. Bin ich denn blöde? Wo ist die Stadthalle? Nein. Nee, das ist das Falsche. Die Stadt. Ist es das gewesen? Das war es doch, oder? Diesmal wird wieder mit dem Plan gesichert, die Mittelstellung. Nee, das ist es nicht. Hä, bin ich denn blöde? Welches war denn das Ding, was ich immer gemacht habe, wo ich die Items reingesetzt habe? War das nicht die Stadthalle? Aber wenn das als Weltausstellung wirkt? Nutz-Items. Das städtische Rathaus war es nicht? Hä? Hatte ich hier nicht ein großes Rathaus? Ich glaube, ich bin gefallen gerade vom Glauben ab. Oder war das doch das Ding hier? Aber das hat man nicht gesehen. Außerdem war es größer. Nee, es muss die Stadthalle sein, wo die Items reinkommen. Muss es eigentlich sein. Ich glaube es jedenfalls. Wo setzen wir es hin? Vielleicht hier. Da machen wir es hin. Wir bauen es jetzt einfach auf. Ich glaube nämlich, dass das Ding war, was die gleiche Funktionalität hat wie ein Rathaus. Nur, dass es quasi die ganze Stadt abdeckt. Ich meine, dass es die Stadthalle war. Aber wenn nicht, werden wir es rausfinden. Oh, wir brauchen 500 Arbeiter dafür. Können wir noch ein paar upgraden hier? Bevor wir direkt Probleme einheimsen. Ja, können wir. Okay, und los geht's. Und jetzt haben wir kein Holz mehr. Produziere ich hier überhaupt noch Holz? Ja, ein bisschen wird noch hergestellt. Aber ich glaube, wir können jetzt in der Tat Holz aufnehmen. Kriegen wir zwar erst dann in 19 Minuten. Aber warum nicht? Wo haben wir es denn? Da. So, importieren wir Holz. Und was tauschen wir dagegen ein? Gute Frage. Haben wir irgendwas Cooles noch übrig, wovon wir sehr viel haben? Wieso nehmen wir nicht Grammophone? Davon haben wir ja eine Tonne. Ach Gott, guck ich das mal an. Das ist ja schon mehr als genug.
Wohl kaum ein Triumph, oh, wieso oder? Mache ich mehr, wenn ich weniger haben will, ich Depp? Ja, wisst ihr was, wir lassen es auf 90. Es wird ja eh ausgegraut, weil wir nicht so hohe Lagerkapazitäten, glaube ich, haben. Ich weiß gar nicht, wie viel wir aktuell lagern können. Ja, knapp 2000. Okay, aber dann kriegen wir das Holz rein. Und dann können wir auch hier mit der Stadthalle beginnen. Und ich meine, das wäre das Ding, wo ich Items reinsetzen kann. Und man sieht hier direkt mal, wenn es das denn war, ich bin mir wirklich nicht hundertprozentig sicher, was für eine Reichweite das Ding hat, wenn wir da ein Item reinsetzen. Ist quasi mit einem Schlag alles abgesetzt. Das heißt, wir können wirklich mächtige Items da reinpacken und nutzt Items, um umliegende Wohnhäuser zu verbessern. Aber es ist zu klein, das ist es nicht. Nee, das muss es sein. Die Garnisonskirche haben wir noch. Monarchendom, Justizpalast. Nee, das ist es auch nicht. Oper. Nee, das muss es sein. Ich denke jetzt einfach mal, das passt. Alles andere wäre ja auch Quatsch. Aber das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Hier sind wir fertig geworden ohne unsere schönen Items. Wir können mal gucken, was wir bekommen haben. Oh, jetzt habe ich es vielleicht zu schnell weggeklickt. Ich bin ein Heinrich, ey. Was habe ich denn jetzt bekommen? Gute Frage. Finde ich niemals heraus. Irgendwelche Items. Wir können aber direkt... Wisst ihr was? Wir machen das Große direkt nochmal. So, jetzt ist nämlich unser Schiff da. Laden wir das mal aus und gucken, wie wir damit zurechtkommen. Und dann war es das tatsächlich für heute. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.